So, moin moin, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Portal 2 auf der Switch. Und ja, wir haben leider den Roboter vom letzten Mal erweckt, beziehungsweise die Frau, und versuchen jetzt mal hier rauszukommen. Okay. Bringt jetzt nicht so viel. Da müssen wir wahrscheinlich den Laser reinballern. Also muss da... Okay, hätte ich vielleicht draufstehen sollen. Gut, dann gehen wir schon mal hin. Stellen es drauf. Und dann. Easy going. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, danke dafür. Ja. Mit ein bisschen Übung kommt man, glaube ich, relativ leicht durch. So, ja, gehen wir hier weiter. Zum nächsten Test gehören Entmutigungsumlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Aha. So, gucken wir mal kurz. Da ist einer. Und die kann man, glaube ich, dazwischen packen. Oh, war das nicht so? Schiebe dahin. Wir machen aber. Kann er springen? Okay. Da, dann machen wir hier. Da komm schon rauf hier. Gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Du bist ein schrecklicher Mensch. Schon sehr lustig, die Gute. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Okay. Ist irgendwas, was wir brauchen können? Das ist ein Radio. Okay, warte mal. Ah, wie kommen wir da hoch, ist die Frage. Ja, bringt nichts, ne? Mist. Also. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, warte mal, ich schieß. Sehen hier, da ist noch so ein Ding, ne? Das
heißt, der schießt da, dann schießt der. Das ist aber leider das Ding genau davor, ne? Ne, es trifft, okay. Das funktioniert. So, er dreht, hat irgendwas hier gemacht. Das auf, aber das andere Teil brauchen wir auch noch, den da. Die Frage, wie wir den runterkriegen. Ach so, warte. Das soll nicht so gehen. Kann ich da runterspringen, ohne drauf zu fallen, Dolle? Okay. So, also, warte mal, dann können wir auf jeden Fall da ein Portal hin machen. Und da reingehen, ne? Zack. Den brauchen wir. Ist die Frage, wo wir den hinpacken. Am besten müsste der da hin. Guck mal, das ist doch gut. Können wir auch daran hüpfen, ohne zu sterben? Ja. Können wir. Also. Der ist an. Und... Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Am Beleidigen ist sie gut, ne? Am Beleidigen ist sie gut. Hat sie mich gerade fett genannt? Sie hat mich gerade fett genannt. Mal ganz im Ernst. Schreckliche Person. Ich bin einfach ein schrecklicher Mensch. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay. Wegmachen. Können wir ganz easy machen, indem wir da die blaue Wand gleich hinschießen. Dann müsste er da anhalten, ne? So. Alles schön. Drücken wir mal den Knopf. Okay, das war's dann. Okay. Jetzt natürlich die Frage, wie kriege ich das? Warte. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Schwabbel zum Aufzug? Die ist schon lustig, echt. Schwabbel zum Aufzug, ja. Ja, nett. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück.
Hör mal. Achso, dann muss ich wahrscheinlich... Okay. Muss ich ja Luft kriegen wahrscheinlich. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, danke für die Story. Ja, schon lustig. Das sind alles noch so ein bisschen Tutorial-Levels, muss man sagen, um die ganzen Systeme kennenzulernen. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Ich will jetzt die Frage, wo wir hin sollen. Katapult kann ich nicht nehmen, da fliege ich natürlich jetzt rüber hin. Okay. Okay. Verstanden. Roger, roger. Ist die Frage, wie wir erstmal wieder zurückkommen. Okay. Ja. Da ist orange, das heißt, ich muss katapultmäßig abgehen hier, wie Spitzkatze. Okay. Das war schon gar nicht so schlecht, oder? Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Ich muss auch den Würfel fangen, wenn er kommt. Ja, jetzt kommt der Würfel, okay. Ah, kriegen wir den? Oh, jetzt sind wir dahin, ne? Der sei dumm. Aber wie komme ich denn bitte sehr dahin? Ach, da ist ein Links, okay, habe ich jetzt gesehen. Noch einmal. So. Fangen wir direkt. Stehen lassen. Und wunderbar. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ja, danke. Cool, wer das damals geschrieben hat. Also so die Wusstest Dialoge. Du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war, aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Oh nein. Schon wieder vermasselt.
Was soll's? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Okay. Brauchen wir den gleich noch bestimmt, ne? Warum ist das Button? Okay, warte mal. Was da hin? Den Würfel da fallen lassen vielleicht. Perfekt. Und auch da durchhopsen, oder? Hier unten durchhopsen, ne? So, los geht's. Okay. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Noch nichts. Mein Gott. Was will ich noch rausschmuggeln? Das ist schon ein Highlight. So. Gehen wir weiter gucken. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Okay. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Da ist ein Würfel rausgekommen. Diesen Würfel kann man nicht mit durch diese Wand nehmen, dann wird die nämlich, geht die kaputt. Das heißt... Ah, okay, warte. Da ist mal ein Loch, kann da durchschießen, ne? Ja, das funktioniert. Natürlich viel zu hoch gewesen gerade, wie dumm. Aber dann machen wir da das gar nicht mehr Feld hin. So. Ach, es ist doch immer wieder eine Freude zu sehen, wie gut man das doch kann. So. Haha. Die werden wir dann zweites Mal zur Strecke bringen. Die gute Roboter-Lady. Aperture Laboratories. Ja, ist gar nicht... Noch gar nicht so schwer, ne? Aber es kommt... Also im ersten Teil gab es echt knackige Rätsel. Also denke ich mal, wird es hier auch noch kommen. Wo wir länger dran sitzen werden. So. Katapulte. Hey, ich bin's. Mir geht's gut. Ach Quatsch, er ist wieder dabei. Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Glaubst es nicht. Ich lag da einfach so rum, dachte schon, das wäre meine... Die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Okay, da hat sie wieder gesagt, ich bin fett. Ich
Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er noch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Okay. Gut, dann senke ich eben die Decke. So, nochmal. Gut. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier. Okay, wir brauchen einen Würfel. Ist die Frage, wo ein Würfel hier ist. Wo ist hier ein Würfel? Hm. Ist auch gut, ne? Wir werden direkt durchgehen. So. Lag da unten noch irgendein Würfel? Nee, ne? Da kommt irgendwas raus da oben, oder dafür muss ich hier hinkommen. Da ist der Knopf. Ah, warte mal. Ah, guck mal. Los geht's. Nochmal. Das ist der Würfel, den wir brauchen. Dafür müssen wir jetzt aber dahin kommen. Okay, das gleiche Spiel nochmal. Okay. Das ging ja noch. Schieben. Obwohl. Ah, doch, können wir, ne? Entweder rüberschieben oder. Okay, jetzt ist es natürlich ein bisschen komplizierter. Jetzt haben wir das Ding zwar aufgedreht, aber wenn ich es ausmachen würde. Okay, der Würfel ist ja da, also ist es eigentlich egal. Machen wir es einmal so. Und wir gehen runter. Wir gehen immer hier längs. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ein fetter Adler. Das ist echt. Das ist echt mal heiß, die Tante. Oh Mann, ey. So. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. So, muss ich mal kurz überlegen hier. Da ist ein Laser. Da ist ein Würfel, den wir vielleicht brauchen. Nicht so weit durch. Bam, wir haben schon mal gut. So, dich brauchen wir. Aber wofür brauchen wir dich? Hier geht's einfach nur runter. Ah, da geht's runter, okay.
Frage, wohin müssen wir? Halt. Wo ist denn der Schalter? Ich hab den gar nicht gesehen. War der nicht, ne? Das sind auch irgendwie Sprungdinger. Der Schalter muss da oben irgendwo sein. Ganz da oben auf der Plattform. Ganz da oben? Okay. Verkehrt. Aber hier hinter geht es irgendwas, ne? Wie soll ich da hinkommen? Der Boden hier ist nicht dafür gedacht. Kann ich da irgendwo hinschießen was? Nee. Okay, hier stehe ich gerade auf dem Schlauch. War aber nichts mehr. Was entgeht mir hier gerade? Was entgeht mir hier denn gerade? Warum gab es keine Wand? Ganz da hochballern kann ich mich auch nicht. Kann ich da hinschießen? Warte mal. Das ist auch so, das sind auch so Sprungchancen. Seht ihr die? Wie sind die? Ach so, ich bin so dumm. Na, pass auf, ich bin ja so dumm. Was soll ich mit denen einfach darüber? Was soll das Ding einfach unterbrechen hier? Ganz einfach. Also, ab und zu steht man auch sowas von auf dem Schlauch. Wie bescheuert kann man denn sein? Ob das klappt? Ob das so gemacht werden soll, wie es jetzt geht? Ich glaube zwar nicht, aber ich probiere es mal. Okay, jetzt bin ich hier oben. Diesen Knopf. Ein Laserwürfel. Ich muss irgendwas abschießen, oder was? Zu treffen ist die Frage. Den hier. Aber wie kann er den Laser... Ah, okay, warte. Dann weiß ich doch wie. Müssen wir aufhaben? Bringt mir das gerade nichts, wenn man drauf. Warte mal. Ich muss da oben das Ding anschießen. Wenn ich es da oben anschieße. Genau, diese Tür muss nämlich auch noch weg. Aber wie kann ich denn den Laser da hinbekommen, wenn er da hinschießt? Mit. Ah, okay, guck mal da. Du kommst mal mit. Das gleich. Ich
nochmal. Müsste doch eigentlich umher geschleudert werden, oder? Da schau einer an. Okay. Test bestanden. Gar nicht so schwierig. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Gut. So. Was ist nichts an? Diese Brücken bestehen aus natürlichem Licht von der Oberfläche. Wenn du deine Wange daran reibst, fühlt es sich an, als würde dir die Sonne ins Gesicht scheinen. Es würde auch dein Haar in Brand setzen, also lass es lieber. Da war gerade der andere. Bin ich gesehen? Okay, wir müssen irgendwie darüber. Okay, bist du Dietrich. Du bist doch schon besser, oder? Das war schön. Gut, dann hier auf. Die fallen einfach nur runter die ganze Zeit. Das heißt, ich muss auf jeden Fall auf die. Ich muss das irgendwie aufhalten, aber wie? Ist ja bloß. Okay, ins Wasser darf ich wahrscheinlich nicht, ne? Nö. Okay. Das muss anders geregelt werden. Das war ja dumm von mir. Okay. Aber die Idee dahinter ist ja richtig. Wir können natürlich hier durchschießen. Aber so muss es gemacht werden. Schwierig, wie soll man denn... Ich überlege gerade wirklich, wie das gehen soll. Ich kann da ja nichts reinschießen oder so. Funktioniert ja nicht anders, weil das Licht ja da... Nee, das war irgendwas... Soll ich denn da rüber, also da durch und dann? Also, ich sehe, dass er da runterfällt. Ich muss dabei irgendwie den Würfel da rausbekommen, bloß wie?
Muss ja irgendwie einen anderen Weg geben. Ja, hier wahrscheinlich nicht, aber... Da muss der Würfel drauf, damit die Tür aufgeht, aber wie kriege ich den Würfel denn jetzt? Okay, ich kann natürlich... Naja, okay. Ich kann natürlich den schwierigen Part machen, den ich einfach springe, ne? Mal probieren. Das heißt... So. So können wir natürlich machen. Das geht natürlich auch. Das stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht. Klar. So geht's natürlich auch. War natürlich am, ist natürlich am einfachsten, ne? Wenn wir natürlich so rüberkommen, denke ich mal. Warte mal. Wir wollen fallen lassen. Da kommen, um darüber zu kommen. Ja, so rüben. Ja, ne? Gut, dann lass uns den mal nehmen. Und jump. Passt ja ganz gut. So. So. Easy. Sehr gut. Du bist ein Jäger und die Tests sind deine Beute. Ich habe mich übrigens für einen neuen Test über Haie informiert. Kennst du noch andere Geschöpfe, die sogar die Leute umbringen, die ihnen helfen möchten? Dachtest du Haie? Falsch. Die richtige Antwort heißt niemand. Niemand außer dir ist so sinnlos grausam. Mein Gott, die gute. Die will uns einfach kalt sehen. In der Waagerechten. Gute Neuigkeiten. Ich weiß jetzt, was ich mit dem Geld mache, das ich beim Recycling deiner Luft spare. Wenn du stirbst, laminiere ich dein Skelett und stelle es aus. So können noch viele Generationen nach dir lernen, wie man deinen unvorteilhaften Knochenbau vermeidet. Na toll, die Tür funktioniert nicht. Jemand muss sie wohl reparieren. Bemühe dich nicht. Ich bin gleich zurück. Fass nichts an. Okay. Hey, hey, hier oben! Da waren Vogeleier, die habe ich in den Türmechanismus geworfen. Da war sie zu. Ich... Ah! Vogel! Okay, das war bestimmt der Vogel, der die Eier gelegt hat. Er ist sauer. Okay, wichtig ist, wir werden hier bald ausbrechen. Sehr bald, das verspreche ich. Ich muss nur noch ausdüfteln, wie wir hier ausbrechen. Da kommt sie, mach weiter mit dem Test. Und denk dran, du hast mich nie gesehen. Okay. Ich habe mit dem Türcomputer verhandelt. Er wird nie mehr, sagen wir, leben. Egal, zurück zum Test. Gut. Hier machen wir wieder einen Break. Sieht auch nach einem schwierigen Test aus. Ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.